Gude und willkommen zurück zu Diablo 3, dem Let's Play. Heute frisch und neu, alles wieder auf alten Schienen, neuen Wegen und Flügel und Tralala und tote Gardisten und Gold ohne Ende und ich raste völlig aus und Eskalation. Nein, oh, eine prächtige Truhe, prächtige Truhe. Prächtige Truhe. Jetzt gibt's Gemetzel ohne Ende. Los, 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 auf die Fresse und los geht's, wo sind sie? Yeah, sie kommen! Geil, endlich was zu tun hier. Nee, also das Feuer ist, glaube ich, besser. Ich stelle es auch nochmal wieder um, weil das Feuer war wirklich sinnvoller. Das sieht man so richtig. Also diese Glocke, die muss schon treffen. Die muss schon so im Umkreis zwar sein, aber dennoch so bam, das ist nicht so. Nee, ist ja. Na. Ich meine, die kommen jetzt hier in Herrscher und so. Aber, nee. Fand ich jetzt nicht. Nee, das war inspirierend. Das ist schön, dass ich dich inspiriert habe, aber das wollte ich nicht. Es war's, ne? Und dann mache ich wieder Bogenslicht auf Feuerschaden. Das war schon echt sehr viel angenehm. Was haben wir denn hier Neues? Reduziert alle Ablenkzeiten um 20%. Ja. Nein, machen wir nicht. Was willst du? Inventar? Ich bin ziemlich voll bald. Wir müssen aber eh nach oben, weil wir müssen was? Okay, die Brücke von Korsik. Das ist sicherlich die da oben. Da wette ich mit. Und dann gehen wir weiter. Ne? Ne? Ja. Ja. So, da lang. Das ist doch die Brücke. Ja. Wir müssen schnell sein. Wir sind schnell. Okay. Weil ich behaupte echt, dass ich mit den Flammen hier mehr Schaden mache einfach. Als mit dem anderen Kram. Das ist wirklich eine feste Behauptung. Da ist ein Waffenständer. Er hat Ständer gesagt. Ja, will ich. Nein, brauchen wir nicht. Ich will jetzt nicht mehr so viel Scheiß noch mitnehmen, weil wir haben auch nicht mehr so viel Place. Oh. Okay, dann haben wir es überquert und dann gehen wir gerade zur Zitadelle. Verkaufen gerade den ganzen Scheiß, den ich da noch einstecken habe. Und habe ich noch irgendwas Sinnvolles? Gucken wir gerade nochmal nach. Nein. Ja, ein bisschen mehr Schaden, aber Erholung, nee. Oh, der Gürtel ist echt, naja, okay, der ist nur 0, besser. Das ist dann nicht so schlimm. Dann geht das noch. Hallo. Alles reparieren, Kollege. Jetzt kommt hier alles schön in die Kiste. Schwung in die Kiste. Alles mehr als genug da. Und weg geht's. Zurück zur Brücke von Korsik. Korsik, ja, war richtig. So, was müssen wir jetzt machen? Ja, dämonische Ballisten zerstören. Okay, dann kriegen wir hin. Bam. Meine Stärke ist und schon gewachsen. Sind wir wieder Level up. Da ist ein Basilisk. Lebende Woge. Habe ich lebende Woge? Nee, ich glaube nicht. Bam! Ah, Leute. Ja! Genau. Weil die Flammen, die sind echt sehr, sehr sinnvoll. Die machen mal richtig Wumms, sondern. Boah! Boah, Leute hier. Boah! Zack! 30.000er Crit gemacht. Bam! Einfach mal weggewumms hier. Ohne Wenn und Aber. Ich meine, ich fühle mich jetzt nicht so super toll, dass ich das getan habe, aber ich habe es getan. Och, Leute. Hey, der geht wieder. Uss, na, auf die Nerven geht ihm. Oh, jetzt bist du wütend. Ja, du bist wütend. Okay, dann zeig mir, dass du wütend bist. Bam. Also das ist schon sinnvoller. Das Ding, das macht quasi mehr Flächenschaden. Und das macht dann doch mehr Spaß, ehrlich gesagt. Bam. Ich glaube echt, ich weiß, woran es an der Rückgänge liegt. Weil das Ding ist nämlich... ich habe es auf 60 FPS eingestellt, das Grundspiel schon. Und Fraps, ich nehme Fraps an, hat nur 60 FPS. Also jetzt feste Einstellung, vielleicht sollte ich mal auf 70 oder 100 FPS gehen. Weil ja, das kann auch mein PC leisten, ist kein Thema. Oh, bam. Und weg mit euch. Zieh mit einem Schlag hier vorbei, aus dem Maul. Over die Mauer. Ja. Nichts könnt ihr hier. Bam. Weg sind sie.
So. Ein Drehbuch hätte ich nicht gestellt, dass ich ein Drehbuch hätte. Ui. Hammer. Ja. Das sind ja. Was war das denn? Umgefallen und gestorben, oder was? Pam! Pam! Nee, komm. Da oben ist das andere noch. Ja, ich hab's gesehen, ich geh mal trotzdem hier durch, ob hier noch irgendwas ist. Weil hier ist nicht. Oh, süß, hier versucht mich anzugreifen. Alter, was süß. Was süß. Oh, gucken wir hier noch lang. Wir müssen ja noch einen zerstören. Nicht, dass wir jetzt schon an einem Endding sind, das ist so ein riesiges. Was war das denn? Spürt die Faust der Götter! Warum habe ich ihn da gerade so hart festgehalten? Ja, zurück. Da oben ist eins, genau. Doch, ist es doch, bin nämlich fast am Ende. Schon. Boah, Leute. Das war echt gut hier. Der Sturm bricht los. Da kommen jetzt noch die anderen. Ja, ich glaube, es liegt echt daran. Sollte ich vielleicht mal Fraps höher stellen. Sollte ich mal gleich machen, weil dann ist es auch nicht so hart eingeschränkt. Ich glaube, das Spiel will nämlich auch mehr, aber wird dann so die Fraps gebremst und dann denkt es sich so, oh, nee, das ist doof. Das will ich jetzt nicht so unbedingt. Dann machst du jetzt nicht weiter. Und das ist es dann auch. Ah, Mann. Ein bisschen nervt ihr. Ein bisschen. Oh, 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 oh. Hey, was ist hier alles gut gerade? Oh, zack, zack, zack. Oh, tschuk, 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 bam. Erledigt mit euch, oder? Es heißt, dass Engel und Dämonen gleichermaßen der freie Wille fehlt. Sie sind echt? An ihre Natur gebunden und können sich für keinen anderen Pfad entscheiden. Das ist aber echt mies. Das ist wirklich mies, wenn das so wäre. Oh, Leute. Erstmal fliegen, ne? Und dann mich hier sitzen lassen. Saftding. Bam. Ich brauche meine Belagerungswaffen nicht, um euch zu töten. Ihr seid von meinen Armeen umzingelt. Sie werden euch zerquetschen. Ich habe eure Diener von den Mauern der Bastion geschleudert. Ich habe eure Armee auf dem Schlachtfeld geschlagen. Nichts, was ihr vermögt, kann mich ängstigen. Tja, er hat immer wieder eine Ausrede, ne? Immer wieder was, um zu sagen, ja, egal was ihr zerstört und sowas, ich werde euch trotzdem fertig machen. Meine Belagerungswaffen brauche ich gar nicht. Genau so da hoch, meine Krieger, ne? Meine Dämonenkrieger. Oh, ich geh mir nicht um den Zwirn. Was willst du? Da ist der Übergang. Da gehen wir jetzt rüber. Tyrael. Ich konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unerheblich. Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Schon bald werden sie eure armselige Bastion dem Erdboden gleichmachen. Mutige Worte, Asmodan. Aber Worte sind das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts! Jetzt treiben wir Asmodans Armee zurück in den verfluchten Krater.
Heute werden wir endlich Seite an Seite kämpfen. Ihr ehrt uns, Seraph. Wieso schießen denn deine Blätter auf den Boden und sonst wohin, aber nicht da, wo sie hinschießen sollen? Ich werde euch von dieser Welt fegen! Ich fühle mich ein wenig mitgenommen, aber es geht schon. 30 mit einem Schlag. Bam! Machen wir weiter. Ich bin noch nicht so weit. Boah, ihr habt da gleich wieder einen Schlag getötet. Krasser Scheiß. Oh cool, ja, man freut sich jetzt so ein bisschen lächerlich drüber, aber es war ganz schön, dass die... Zack! Pam, 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 pam. Ein total unnütz, dass ich es einsammle, aber hier oben gibt es manchmal auch noch immer was. Es gibt ja auch noch so ein, wie so eine Art Quest im Prinzip mit einem versteckten Händler und so. Das Ganze. Oh, da ist ja noch einer. Ah, der ist schon tot. Das ist ganz witzig. Ja, aber. Da muss man sich überlegen, stellt man sich mal vor, da kommt eine unendliche Armee quasi aus dem Höllenschlund. Oder aus einem Höllenschlund. Entschuldigung, musste gerade gehen und dann, und dann hat man ja nicht unendlich Menschen. Ich meine, die können sich ja reproduzieren anscheinend oder so. Also, ich weiß, es ist eine Vermutung, aber man überlegt mal, wenn da die ganze Zeit welche kommen, die ganze Zeit. Eine riesige Armee einfach daraus. Das ist doch so. Was sollst du denn dagegen tun? Ich meine, bist du doch als Mensch vollkommen ausgeliefert. Ich meine, wir können ja mal das Szenario durchspielen. Das Szenario durchspielen. Zombies. So, nehmen wir mal an, die ganze westliche Zivilisation und also restliche Zivilisation, nicht westliche, das hatte sich gerade angehört wie westliche, aber ich sagte restliche. Würde ausgelöscht oder halt fast komplett ausgelöscht. Und es gibt nur ein paar, die überlebt haben und die dann gegen Zombies kämpfen. Und du kannst ja gar nicht so schnell reproduzieren, wie sich Zombies quasi reproduzieren und überleben. Und dann denke ich mir so, ja, das wäre schon echt mies eigentlich letztendlich. Was sollst du tun? Was sollst du tun? Ganz ehrlich. Du kannst gar nicht so viel campen und machen, um alle Platz zu machen. Und dann hängst du da und da ist eine Quest. Ich bin nur ein Späher. Ich sollte das Schlachtfeld von diesem Turm aus überwachen, zusammen mit meinem Leutnant, aber wir wurden angegriffen. Ich habe noch immer das Fernglas hier. Bitte bringt es meinem Leutnant. Ich weiß nicht, wie lange er dort oben noch aushalten wird. Okay. Bringen wir es um den... Verrückter Kletterer. Hau ab. Wo war ich? Ach ja. Dann wären wir noch hilflos. Der war es ausgeliefert und so. Das ist ein ziemlich mieses Ding. So, hi. Was ist mit dem Speer? Lebt er noch? Ja, aber nicht mehr lange. Ihr werdet allein weitermachen müssen. Ich verstehe. Hab Dank für die Nachricht. Ich werde sie seiner Familie überbringen. Hoffen wir das mal. Passt auf! Der Arme. Shit. Hauptsache, er hat das Fernglas bekommen und ist gestorben. Kacke. Können wir unten mit dem nochmal reden? Na, der ist wahrscheinlich jetzt tot, ne? Ah, armer Tropf. Na gut. Ja, das wäre schon ein krasses Ding eigentlich. Aber natürlich in diesem Spiel jetzt hier ist eine übermenschliche Kraft, der Nephalem und hier der Begleiter und Thurael und Engel und klar, es ist effektiv und sowas. Aber ich müsste echt mal überlegen, was wäre. Ich meine, es gibt ja in Amerika, gibt es einen Bunker. Keine Ahnung, also muss man sich vorstellen, so wie eine Wall im Prinzip, also wie von Fallout. Und gibt es einen Bunker, den haben die Leute errichtet, einen richtigen Essen, das für ein paar Jahrzehnte hält und sowas und auch richtigen Bewässerungssystem und Anlagen und eigenen Aggregaten und tralala, dass im Fall einer Apokalypse oder halt in irgendwas, dass man da hin kann, mit Waffen und allem ausgestattet. Voll krass. Das ist total abgefahren, dass es sowas gibt. Ist es mein Blut?
Ich kann nicht atmen. Ein weiterer toter Krieger. Scheiße. Ah, komm, ins Brückenlager kommen wir noch schnell, oder? Ja. Gehen wir gerade rein. Ah, ist ja auch nicht viel. Ah. Zack, 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 zack. Ham. Oh, ich muss hier raus, 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 raus. Ja. Ja, da gibt es so einen Bunker und der ist voll krass, finde ich, weil muss man überlegen, da leben dann irgendwann wirklich Menschen und im Falle von mir aus auch eine atomaren Katastrophe, ja, ich meine, ist jetzt auch nicht cool, aber wenn das kommen sollte, dann kann man da hin, aber ich glaube, das sind auch nur ausgewählte Leute, die da wohnen, beziehungsweise da mitgemacht haben, voll krass, sondern sich mal echt überlegen, weil das ist schon, ja, dann haben nur eine Handvoll Menschen die Möglichkeit zu überleben. Und die dürfen die ganze Zivilisation wieder aufbauen. Das wäre schon echt krass. Schon komisches Ding. Ich meine, heutzutage in der Zeit von Krieg und den ganzen Gedöns, die es jetzt gibt. Und die ganzen Ängsten und tralala und so. Ist das schon so, wo man sich denkt? Ja. Ja, das kann natürlich wirklich mal echt krachen, dass sie echt die Post ab. Da ist überall auf der Welt ein Krieg am Ende und was machen wir dann? Das ist schon. Ich male mir das gerade so ein bisschen aus und wenn ich so drüber nachdenke. Schon hart. Ich meine, ich finde es auch gerade sehr makaber, dass ich das mache, während ich hier jetzt Diablo spiele, wo ich Monster abmetzel, aber. Letzten Endes ist man dann doch so ein bisschen. Man denkt da, glaube ich, gar nicht so oft drüber nach. Hier sind diese gerade Dinger ohne Ende, oder? Unglaublich. Oh. War das. Hä? Ach, da. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Eure Kraft lässt euch im Stich. Wir haben einen mächtigen Feind zu Fall gebracht. Ei. Was haben wir? Dafür, dass es aber hier so klein ist, ist ganz schön verwinkelt, mein lieber Scholli. Das ist noch nicht bereit. Wie ist es noch nicht bereit? Wir müssen auf ihn drauf hier, Kollegen. Drauf! Ich also, bin noch nicht ja, wieder bereit. Tja, tja, tja. Das war jetzt ja. Kommt ja immer so ein bisschen ins Schwitzen, wenn man die nicht schafft. So. Oh nein, ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht, ich krieg ihn nicht. Ich meine, es ist nicht schlimm, es ist halt ärgerlich ums Gold und so und um manchmal die legendären Gegenstände, die es fallen lässt. Wobei legendäre Gegenstände sind selten geworden. Magie, Irena. Wer hat euch unterrichtet? Der Prophet. Er lebte in meiner Gegenwart. Der Prophet. Wer auch immer der Prophet ist. Der hat die richtigen Ladies ausgesucht. Der weiß, wie der Hase läuft. Der weiß es. Ach ja. Bam. Zerstört. War jetzt hier sonderlich spannend. Eine kleine Reise. Nein, ich versuche damit nicht Zeit zu schinden. Aber in diesem Sinne, weil ich schon wieder sehe, wir sind schon fast über der Zeit und es ist viel zu lange, sehen wir uns in der nächsten Folge von Diablo 3. Bis dahin, gute.